Hey Leute, wusstet ihr, dass pro Sekunde 700 Menschen zu McDonald's gehen? Weitere 50 völlig unnütze Fakten kommen jetzt. Viel Spaß! In Sindelfingen in Baden-Württemberg gibt es Zebrastreifen, die aus Marmor sind. Das menschliche Gesicht kann mindestens 21 unterschiedliche Emotionen zeigen. Nur 3% der Deutschen, aber 46% der Finnen glauben, dass ihre Kinder es einmal leichter haben werden als sie selbst. Nach indischem Gesetz muss die Nationalflagge des Landes aus Khadi hergestellt sein. Khadi ist ein handgesponnener Stoff aus Baumwolle und Seide, der ohne chemische Behandlung hergestellt wird. In einer Londoner Ausstellung über Deutschland war ein Gartenzwerg im Trikot der Fußballnationalmannschaft zu sehen. Schon im Jahr 210 sorgte sich der Kirchenschriftsteller Tertullian um die Übervölkerung auf der Erde. Der erste Mensch, der die Meerenge zwischen Kuba und Florida ohne Haifischkäfig durchschwamm, war die 64 Jahre alte Diana Nyad. Den ersten Versuch, die 166 Kilometer zu schwimmen, wagte sie mit 29 Jahren. Der Kaufhauserpresser Dagobert entkam der Polizei einmal dadurch, dass der Beamte, der ihn schon am Kragen gepackt hatte, auf einem Hundehaufen ausrutschte. Amakaphobie ist die Angst vor Eisenbahnen. Durch Blinzeln sind die Augen jeden Tag etwa 15 Minuten geschlossen. Britische Kinder bekommen ihre Weihnachtsgeschenke am 25. Dezember. Laut einer kanadischen Studie erinnern sich Schwule besser an Gesichter als heterosexuelle Männer und lesbische Frauen. Pythagoras begründet eine Religion, deren Mitglieder keine Bohnen anfassen dürfen. 35% der Männer pinkeln im Sitzen. In Deutschland ist es verboten, die Asche eines Toten aus dem Flugzeug oder einem Ballon zu verstreuen. In Südkorea ist der Glaube weit verbreitet, man könnte durch einen Ventilator nachts im geschlossenen Raum sterben. Traditionell venezianische Gondeln werden aus 7 verschiedenen Hölzern gezimmert: Eiche, Nussbaum, Ulme, Lärche, Mahagoni, Tanne und Kirsche. In Stuttgart findet die einzige Fachmesse für das Fleischerhandwerk in Mitteleuropa statt. Pro Sekunde betreten 700 Menschen ein McDonald's-Restaurant. Seit der Gründung des Erasmus-Programms 1987 wurden gut 1 Million Studenten während ihres Austauschjahres Eltern. Am 28. Januar 2005 fiel in der Sahara Schnee. Saddam Husseins Yacht hatte für Notfälle einen geheimen Schacht, der ihm zu einem U-Boot führte. Das einzige deutsche Panzermuseum steht in niedersächsischen Münster. Nordkoreanische Männer dürfen bei Friseuren nur unter 10 Haarschnitten wählen. Laut Bibel wurde Methusalem 969 Jahre alt. Pedro Pimentel Rios, ehemaliger Ausbilder einer Eliteeinheit in Guatemala, ist zu 6060 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er war im Bürgerkrieg 1982 an einem Massaker mit mehr als 200 Toten beteiligt gewesen. Flugzeuge fliegen von West nach Ost schneller als umgekehrt. Der Zeitvorsprung entsteht durch Jetstreams. Die Autoheizung wurde von Margaret Wilcox 1893 erfunden, 7 Jahre nach der Erfindung des Automobils. Stirbt ein Arbeitnehmer, bevor er den Jahresurlaub aufgebraucht hat, muss der Arbeitgeber den Erben den Resturlaub auszahlen. Verlobungsringe, die zwischen 400 und 800 Euro kosten, bringen laut einer Studie die stabilste Ehe hervor. Viele japanische Schulen beschäftigen keine Putzkräfte, damit die Schüler lernen, selbst für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. 535.000 Jahre stehen alle Deutschen zusammen jedes Jahr im Stau. Jeder einzelne Bundesbürger kommt damit im Schnitt auf 2,4 Tage. In der nordrhein-westfälischen Gemeinde Hamm steht der größte Hindu-Tempel Kontinentaleuropas. Amatophobie ist die Angst vor Staub. Die höchste Hochhausdichte in Relation zur Einwohnerzahl hat die spanische Stadt Benidorm an der Costa Blanca. Fast 2/3 aller Astronauten müssen sich übergeben, wenn sie das erste Mal in der Schwerelosigkeit ankommen. Hamburgs Titel der Freie und Hansestadt ist eine mittelalterliche Urkundenfälschung. Nur 2% des menschlichen Körpergewichts entfallen auf das Gehirn. Laut FIFA-Regelbuch gibt es nur 17 Fußballregeln, erklärt auf 125 Seiten. Auf das Auslösen einer Nuklearexplosion steht in Deutschland eine Geldstrafe oder bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe. Im Januar 2015 wurde das erste Mal in New York eine Wohnung für über 100 Millionen US-Dollar verkauft, das 157 Penthouse. Im alten Ägypten entfernten sich die Priester alle Körperhaare, sogar die Wimpern und die Augenbrauen. Es gibt mehr weibliche als männliche Studenten. Wann immer in einer Gruppe von mindestens 16 Radfahrern einer bei Grün über die Ampel fährt, dürfen ihnen die anderen folgen, auch wenn das Licht nach ihm auf Rot umspringt.
Die Stadt Düsseldorf kündigt in einer 100.000-fach gedruckten Broschüre zum Eurovision Song Contest 2011 einen Aktionstag der Schwulen vor dem Rathaus an, der eigentlich Aktionstag der Schulen werden sollte. In Deutschland gibt es etwa 20 Millionen Verkehrsschilder. Alle 28 Meter gibt es eins. Nicht mitgerechnet sind die 3,5 Millionen Wegweiser. Am 31. Dezember 2011 lebten laut dem Ausländerzentralregister Menschen aus 190 Staaten in Deutschland. Das erste Taxiunternehmen Deutschlands wurde 1893 von Friedrich Lutzmann in Dessau gegründet. 54% der Westdeutschen glauben, dass etwas Göttliches existiert. Bei den Ostdeutschen sind es 23%. Pro Tag werden in Deutschland mehr als 70 Hektar Fläche, das entspricht mehr als 100 Fußballfeldern, zubetoniert.